and hold that the kingdom of God is available. Wir haben oft gehört, dass das Königreich Gottes für uns verfügbar sei. That the kingdom of God is within ourselves. Dass das Königreich Gottes in uns selbst sei. In the Buddhist tradition, people speak about the Buddha land, and they also say that the Buddha land is within yourself. Im Buddhismus spricht man auch von einem Buddha-Land, und es heißt auch, dass das Buddha-Land in uns selbst liegt. But is there any way to help us to penetrate into the pure the Buddha land or the kingdom of God? Die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit für uns, in dieses Buddha-Land oder in das Königreich Gottes in uns vorzudringen? Do we have to die in order to enter the kingdom of God or the Buddha land? Müssen wir sterben, um ins Königreich Gottes einzugehen oder das Buddha-Land zu betreten? To me, we don't have to die in order to step into the kingdom of God. Für mich ist es nicht nötig, zu sterben, um ins Königreich Gottes Eingang zu finden. In fact, we have to be very alive in order to be able to do so. Ganz im Gegenteil, wir müssen sogar ganz besonders lebendig sein, dass es uns gelingen kann. It cannot be accepted that we are locked out of the kingdom of God or the Buddha land. Und wir dürfen es nicht akzeptieren, dass wir aus dem Königreich Gottes oder aus dem Buddha land ausgeschlossen sein sollten. But maybe it will be helpful to ask ourselves a few questions. Aber vielleicht wäre es nützlich, wenn wir uns einige Fragen stellen würden. If the door of the kingdom of God is open, how do we step into it? In which way we shall be walking, sitting in the kingdom of heaven? Würde sich die Tür zum Königreich Gottes für uns öffnen, wie würden wir in dieses Königreich, würden wir sitzen, gehen, uns verhalten im Königreich Gottes? Do we have enough peace and solidity in order to be in the kingdom of God? Hätten wir genug Festigkeit und inneren Frieden, um im Königreich Gottes sein zu können? Do we have enough solidity and freedom in order to enjoy being in the kingdom of God? Hätten wir genug Festigkeit und Frieden, um das Königreich Gottes genießen zu können? When we look into our way of life, we know that we are always busy, we are always running. Wenn wir uns unsere Lebensart näher anschauen, dass wir immer geschäftig sind, immer hektisch, immer am Rennen. We do not have the capacity of establishing ourselves in the here and the now. Wir haben gar nicht die Fähigkeit, uns im Hier und Jetzt wirklich zu gründen. We have the tendency to believe that happiness is not possible in the here and the now. Happiness can only be possible in some distant future. Wir sind immer der Meinung, dass es gar nicht möglich sein könne, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wir suchen das Glück, wir halten das Glück immer für etwas, was in einer weit entfernten Zukunft vielleicht einmal eintritt. If in the kingdom of God it continues to run like that, we will destroy the kingdom of God. Wenn wir im Königreich Gottes auf die gleiche Weise weiterrennen, dann zerstören wir damit das Königreich Gottes. In the teaching of the Buddha, it is said that life is available only in the here and the now. In den Lehren des Buddha heißt es, dass das Leben nur zugänglich ist in hier und jetzt. And it is possible to live happily right in the present moment. Und in den Lehren heißt es auch, dass es durchaus möglich ist, glücklich zu leben, genau im gegenwärtigen Augenblick. If we get lost into the regret concerning the past and get lost in the worries or fear about future, we will not be able to be in the here and the now in order to touch life deeply in that moment. Wenn wir allerdings abgelenkt sind, wenn wir in die Irre gehen und uns verlieren in Bedauern bezüglich unserer Vergangenheit, wenn wir uns verlieren im Sorgen machen und in den Befürchtungen, was die Zukunft angeht, dann sind wir nicht im Hier und Jetzt, dann sind wir nicht in der Lage, im gegenwärtigen Augenblick zu sein und ihn tief zu leben.
According to the teaching, life is available only in the present moment. Nach den Lehren steht das Leben uns ausschließlich im gegenwärtigen Augenblick wirklich zur Verfügung. Your appointment with life is in the present moment, and if you miss the present moment, you miss your appointment with life. Ihre Verabredung mit dem Leben ist im gegenwärtigen Augenblick. Wenn Sie den gegenwärtigen Augenblick verpassen, dann verpassen Sie Ihre Verabredung mit dem Leben. All wonders of life should be found, should be touched in the here and the now. Alle Wunder des Lebens kann man finden und kann man berühren im Hier und Jetzt. The peace, the solidity, the freedom, the Buddha land, the kingdom of God have to be found in the present moment. Frieden, Festigkeit, Freiheit, das Königreich Gottes und das Buddha-Land kann nur im Hier und Jetzt gefunden werden. And that is why we have to train ourselves in order to be capable of going back to the present moment and to live deeply that moment. Und das ist der Grund, warum wir an uns arbeiten müssen, warum wir uns üben müssen, um in der Lage zu sein, wirklich den gegenwärtigen Moment zu leben und tief die Wunder im gegenwärtigen Moment zu berühren. It is because without being able to touch deeply life in the present moment, it will not be possible for us to touch the Buddha land or the kingdom of God. Denn wenn es uns nicht gelingt, im gegenwärtigen Moment das Leben tief zu berühren, dann können wir auf keinen Fall das Königreich Gottes berühren und auch nicht das Buddha-Land. In the Buddhist tradition, the practice of mindfulness is the heart of the practice. Nach der buddhistischen Tradition ist die Übung der Achtsamkeit das Herz aller Praxis. Mindfulness is the kind of energy that help us to go back into the here and the now and to live deeply the present moment. Und Achtsamkeit, das ist die Energie, die es uns ermöglicht, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und tief den gegenwärtigen Moment zu leben. That is the kind of energy that bring us to life, helping us to be truly present and truly alive. Achtsamkeit ist die Energie, die uns wirklich lebendig macht, die uns hilft, tatsächlich präsent und lebendig zu sein. And in a Buddhist meditation center, the daily practice aims at cultivating that energy called mindfulness. Und in allen buddhistischen Übungszentren ist alles darauf angelegt, um diese Energie zu schulen, um diese Energie zu entwickeln, eben diese Achtsamkeit. Every one of us has the seed of mindfulness within ourselves. Jeder Mensch, jeder einzelne von uns hat diesen Samen, diesen Keim der Achtsamkeit in sich. Mindfulness is the capacity to be aware of what is going on in the present moment. Achtsamkeit ist auch die Fähigkeit, genau zu sehen, was im gegenwärtigen Moment vorgeht. When we drink some water, and if we drink it mindfully, if we know that we are drinking some water, mindfulness is already there. Wenn wir zum Beispiel Wasser trinken und uns während wir trinken wirklich bewusst sind, dass wir Wasser trinken, dann ist Achtsamkeit bereits vorhanden. And that we call mindfulness of drinking. Und wir würden das nennen Achtsamkeit auf das Trinken oder ganz einfach achtsames Trinken. And when we breathe in and breathe out and know that we are breathing in and out, mindfulness is there. It is called mindfulness of breathing. Und wenn wir atmen, wenn wir einatmen und wenn wir ausatmen und wissen, dass wir einatmen und ausatmen, dann ist Achtsamkeit vorhanden und wir nennen das achtsames Atmen. And when we walk and if we are aware of each step we make, mindfulness is there. It is called mindfulness of walking. Und wenn wir im Gehen uns jeden einzelnen Schrittes bewusst sind, den wir tun, dann ist wieder Achtsamkeit da und wir nennen das dann achtsames Gehen. So training ourselves in our daily life in order to cultivate that energy of mindfulness is a very important practice within the tradition of Buddhist meditation. Und sich im Alltag zu üben, in allem, was man tut, um diese Energie der Achtsamkeit zu wecken und zu entwickeln, gilt in der buddhistischen Tradition als eine wesentliche Übung. That energy of mindfulness helps us
to go back to the here and the now and to encounter life in that moment. Denn die Energie der Achtsamkeit, die ist es, die uns hilft, ins Hier und Jetzt zurückzukehren und dem Leben in diesem Augenblick zu begegnen. That energy help us to be aware of the wonders of life that are available in the here and the now. Die Energie der Achtsamkeit, die hilft uns, uns der Wunder bewusst zu werden, die jederzeit im Hier und Jetzt verfügbar sind. Mindfulness help us to be in touch with what is healing, nourishing and refreshing that are very crucial to our transformation and healing. Achtsamkeit hilft uns, mit dem in Kontakt zu kommen, was transformierend ist, was heilend ist, was erfrischend und was nährend ist. Und diese Fähigkeit zu haben, ist ganz wesentlich für unser Heilwerden. And mindfulness helps us to be aware of the pain, the sorrow, the suffering in us, so that we can embrace them, look deeply into their nature in order to transform them. Und die Achtsamkeit hilft uns auch, das zu erkennen, was in uns schmerzhaft, leidvoll ist. Und sie hilft uns, das zu erkennen, tief hineinzuschauen und es zu umarmen. The energy of mindfulness carries within itself the energy of concentration, understanding and compassion. Die Energie der Achtsamkeit beinhaltet weiter die Energie der Konzentration, die Energie des Verstehens und die Energie des Mitgefühls. To love someone, you have to be mindful of his presence or her presence. Wenn man jemanden liebt oder um jemanden lieben zu können, muss man sich seiner Gegenwart bewusst werden. If you cannot be there in the here and the now, how can you love? Wenn sie nicht da sind im Hier und Jetzt, wie können sie lieben? When you go back to the present moment, become fully alive, you can offer the best to the person you love. Nur wenn sie wirklich ins Hier und Jetzt kommen, wenn sie wirklich voll präsent sind, dann können sie dem Menschen, den sie lieben, wirklich das Beste geschenken. To be loved means to be embraced by the presence of the other person. Geliebt zu werden bedeutet, von der Präsenz des anderen umarmt zu sein. If the other person is caught up in the past, in the future, and in his worries and projects, how could he or she be there for you? Wenn der andere Mensch gefangen ist in seinen Bedauern und Sorgen bezüglich der Vergangenheit, in seinen Befürchtungen und Projekten der Zukunft, wie kann ein solcher Mensch wirklich für den anderen da sein? To love means to recognize the person we love as existing. Zu lieben bedeutet, den Menschen, den wir lieben, seine Existenz wahrzunehmen. If you are not truly present, how can you recognize his presence or her presence? Aber solange man selbst nicht wirklich präsent ist, wie kann man die Gegenwart des anderen wirklich spüren? When the other person is ignored by you because you are not present, the other person will not have the feeling that she is being loved. In fact, she is neglected, ignored. Und wenn der andere Mensch sich nicht wahrgenommen fühlt, weil man selber gar nicht wirklich präsent ist, dann kann sich dieser Mensch auch nicht geliebt fühlen. Er fühlt sich ignoriert. And when you are truly present, you'll be able to see what is going on with the person you love. Aber wenn Sie wirklich präsent sind, dann sehen Sie auch, was in Ihrem geliebten Menschen tatsächlich vorgeht. And if the person you love suffers, you would notice right away. Und wenn der geliebte Mensch leiden sollte, werden Sie es sofort bemerken. And you might practice using your true presence in order to relieve the pain and the suffering in her or in him. Und Sie werden dann bereit sein, Ihre wirkliche, aufrichtige Präsenz einzusetzen, um ihm oder ihr zu helfen, das Leiden zu lindern. My darling, I know that you suffer. That is why I am really here for you. Liebling, ich weiß, dass du leidest und darum bin ich wirklich hier für dich. And this is not a
statement. This is a practice, because in order to be there, you have to be mindful and concentrated. Und das ist keine bloße Aussage, das ist eine tatsächliche Übung. Denn um wirklich da zu sein, muss man achtsam sein und konzentriert. And the object of your mindfulness, the object of your concentration, is the person you love who is suffering. Und das Objekt ihrer Konzentration, das Objekt ihrer Achtsamkeit, ist der geliebte Mensch, der leidet. Before you do something to really, to help her, to help him to suffer less, your true presence, mindful presence, has already relieved her from a lot of suffering. Und bevor sie überhaupt etwas unternehmen, um das Leiden zu lindern, ist bereits ihre aufrichtige Präsenz, ihre wirkliche Gegenwart, hat bereits eine ganze Menge Leiden gelindert. And if you are truly there with mindfulness, and then you'll be able to see the roots of the suffering, and you would be able to do something in order to transform the suffering in a person you love. Und wenn Sie dann wirklich mit Ihrer Achtsamkeit fortfahren, wenn Sie wirklich beim anderen bleiben, dann werden Sie auch eine Einsicht gewinnen in die Wurzeln, in die Ursachen des Leidens, und dann können Sie tatsächlich etwas tun, um dieses Leiden zu verwandeln. The energy of mindfulness helps you to practice looking deeply into the nature of his pain or her pain. Und es ist wieder die Energie der Achtsamkeit, die Ihnen helfen wird, tief hineinzuschauen und herauszufinden, was sein oder ihr Leiden verursacht hat. And it may be that you will find out that some of the roots of her pain are from yourself. Und vielleicht werden Sie entdecken müssen, dass einige der Ursachen für das Leiden zieligen Menschen von Ihnen kommen. And out of that practice of looking deeply, understanding will come, and understanding always brings compassion and love. Und durch diese Übung des tiefen und genauen Hinschauens wird sich Verständnis einstellen, und das Ergebnis von Verständnis ist immer Mitgefühl und Liebe. True love is made with a substance called understanding. Wahre Liebe besteht nur aus einer Substanz, nämlich Verständnis, Verstehen. How can you love someone if you don't understand him or her? Wie können Sie jemanden lieben, wenn Sie ihn oder sie nicht verstehen? Love without understanding is not true love. It is something else. Liebe ohne Verstehen ist niemals wahre Liebe. Das ist irgendetwas anderes. And understanding is the fruit of the practice of looking deeply. Und Verstehen ist die Frucht der Übung des tiefen, genauen Hinschauens. And looking deeply is the modern word for meditation. Und tiefes Hinschauen ist nichts anderes als ein modernes Wort für Meditation. To meditate means to produce your true presence. You become very mindful, become very concentrated. Meditation bedeutet, die wahre Präsenz zu erschaffen, sehr achtsam, sehr konzentriert zu sein. And because mindfulness and concentration is there, the insight, the understanding will certainly come. Und wenn Achtsamkeit und Konzentration wirklich vorhanden sind, dann wird sich Verständnis auf jeden Fall einstellen. In the Buddhist circle, people speak of mindfulness as the energy of the Buddha. In buddhistischen Kreisen spricht man von der Achtsamkeit als der Energie des Buddha. The seed of mindfulness is in our consciousness, and if we know how to practice touching that seed every day, the energy of mindfulness will be generated. Der Samen der Achtsamkeit liegt bereits in unserem Bewusstsein. Und wenn wir diesen Samen durch unsere Übungen jeden Tag berühren können, dann wird die Energie der Achtsamkeit wachsen. After 1 week or 2 weeks of practice, our capacity of being mindful will be increased in a very considerable way. Und in nur 1 oder 2 Wochen wirklich konsequenter Übung wird unsere Achtsamkeit schon auf eine beachtliche Weise gewachsen sein, auf eine bemerkbare Weise. The energy of mindfulness in a Buddha is very abundant. Die Achtsamkeit, die Energie der Achtsamkeit in einem Buddha ist wirklich überreichend. A Buddha is someone
who is made of the energy of mindfulness. Man könnte sagen, ein Buddha ist jemand, der aus der Energie der Achtsamkeit besteht. And if we know how to train ourselves, how to cultivate the energy of mindfulness in ourselves, we become a Buddha. Und wenn es uns gelingt, die Achtsamkeit in uns zu berühren und die Achtsamkeit in uns zu kultivieren, dann werden wir auch wir zu einem Buddha. Where there is mindfulness, there is true life and true presence. Wo immer Achtsamkeit ist, da ist wahres Leben und wahre Präsenz. Where there is mindfulness, there is understanding and compassion. Wo immer Achtsamkeit ist, da ist auch Verstehen und Mitgefühl. Where there is mindfulness, healing and transformation will take place. Wo immer die Achtsamkeit ist, findet Verwandlung und Heilung statt. It is our conviction that the energy of mindfulness is equivalent to the energy of the Holy Spirit. Es ist unsere tiefe Überzeugung, dass die Energie der Achtsamkeit gleichzusetzen ist mit der Energie des Heiligen Geistes. The Holy Spirit to us is the energy of God. Für uns ist der Heilige Geist die Energie Gottes. And where the Holy Spirit is, true life becomes possible. Und wo der Heilige Geist waltet, da wird wahres Leben möglich. Where the Holy Spirit is, understanding and love will be possible. Wo der Heilige Geist ist, da wird Verstehen und Lieben möglich. Where the Holy Spirit is, transformation and healing will take place. Wo der Heilige Geist waltet, da wird Verwandlung und Heilung möglich. And Jesus Christ embodies the energy of the Holy Spirit. Und Jesus Christus ist die Verkörperung des Heiligen Geistes. Er verkörpert ihn. That is why he is capable of being alive, of understanding, of loving and of healing. Darum ist er fähig, lebendig zu sein. Darum ist er fähig, zu verstehen, zu verwandeln und zu lieben und zu heilen. Jesus taught us to live mindfully also, to walk, to sit, and to eat mindfully. Auch Jesus hat uns gelehrt, achtsam zu leben, achtsam zu gehen, zu sitzen und zu atmen. During the Last Supper, he invited his disciples to share the bread and the wine with him. Im letzten Abendmahl hat er seine Jünger eingeladen, Wein und Brot mit ihm zu teilen. He wanted them to be truly present, truly alive during the meal. Und es war sein Wunsch, dass seine Jünger wirklich präsent sind während des Abendmahls, wirklich da. And in order to wake them up, to help them to be truly alive and present, he taught them how to receive the bread from him. Und um sie zu wecken, um sie wirklich präsent werden zu lassen, hat er sie gelehrt, wie sie das Brot von ihm in Empfang nehmen sollen. This bread is my flesh. Here, this wine is my blood. Have it, my friends, in order for you to have true life. Er hat gesagt, nehmt dieses Brot, es ist mein Fleisch, nehmt diesen Wein, er ist mein Blut, nehmt sie, um wirklich lebendig zu sein. To us Buddhist practitioners, we see that statement as a very drastic measure to wake up the disciples and make them becoming truly alive and present. Wir als Buddhisten würden diese Aussage als eine sehr drastische Methode werten, um seine Schüler aufzuwecken, um sie wirklich präsent werden zu lassen. In the Buddhist tradition, we practice eating our meal mindfully. Und in der buddhistischen Tradition haben wir die Übung, dass wir gemeinsam in Achtsamkeit essen. During the time of eating, we should not allow ourselves to be lost in the past or in the future. Wir würden versuchen, während der Mahlzeit nicht in die Vergangenheit und in die Zukunft abzuschweifen. We should be concentrating only on two things. First is the food, a gift of the cosmos and the community of practice surrounding us. Wir versuchen
unsere ganze Achtsamkeit nur auf zwei Dinge zu richten, nämlich auf das Essen als dem Geschenk des ganzen Kosmos und auf die Gemeinschaft derer, die mit uns essen. We have to eat in such a way that life should be possible in the time of eating. Wir sollten so essen, dass während des Essens wirklich Leben möglich ist. We have to eat in such a way that the Buddha land is available during the time of eating. Wir sollten so essen, dass während des Essens das Buddha-Land für uns offen steht. Every time you pick up a piece of food, a morsel of food, you would look at it for during a fraction of a second in order to realize what it is. Jedes Mal, wenn wir ein Stückchen unseres Essens aufnehmen, dann schauen wir es erst einmal für einen Bruchteil einer Sekunde genau an, um herauszufinden, was es ist. Suppose you pick up a piece of a string bean, and if you are not mindful, if you are not really there in the present moment, you will not recognize it as a piece of string bean. Nehmen Sie mal an, Sie nehmen ein Stückchen, Sie nehmen eine grüne Bohne auf Ihre Gabel. Wenn Sie nicht wirklich präsent sind und es nicht wirklich anschauen, dann werden Sie nicht einmal merken, dass Sie eine grüne Bohne ist. You are not truly there. That is why the kingdom of God is not present for you. The Buddha land is not available to you. Und weil Sie nicht wirklich präsent sind, weil Sie nicht wirklich da sind, ist das Buddha land und das Königreich Gottes für Sie nicht offen. You don't need a lot of time in order to recognize that it is a piece of string bean. Man braucht nicht viel Zeit, um herauszufinden, dass es eine grüne Bohne ist. One fraction of a second would be enough for you to be aware of the presence of the piece of string bean. Der Bruchteil einer Sekunde ist durchaus ausreichend, um zu erkennen, dass man es mit einer grünen Bohne zu tun hat. Maybe breathing in mindfully will bring you back to the present moment and help you to be truly alive. Und achtsames Einatmen hilft Ihnen vielleicht, im gegenwärtigen Moment anzukommen und tatsächlich wirklich lebendig zu sein. And with that mindfulness, the piece of string bean will reveal itself to you as a miracle. Und in dieser Achtsamkeit wird sich diese grüne Bohne Ihnen enthüllen, und zwar als ein echtes Wunder. And when only by the time that you put it in through your mouth and chew it, only after that kind of awakening, that you will put the piece of string bean into your mouth. Und erst dann, erst wenn die grüne Bohne sich Ihnen enthüllt hat, erst dann werden Sie sie in den Mund stecken und kauen. You are supposed to put only the string bean into your mouth and not your projects, your worries, your anxiety. Denn Sie sollen ja nur diese grüne Bohne in den Mund stecken und mit ihr nicht Ihre ganzen Projekte, Ihre Ängste und Ihre Sorgen. And when you chew the string bean, be sure to chew only the string beans and not your sorrow and your worries. Und wenn Sie diese grüne Bohne dann kauen, dann stellen Sie sicher, dass Sie nur diese grüne Bohne kauen und nicht auch auf Ihren Sorgen, Ängsten und Nöten mit rumkauen. During the time of eating lunch, you are supposed to practice like that, eating every morsel of your food in mindfulness. Und wenn man das Essen als Praxis nimmt, dann würde man versuchen, jeden Bissen dieses Essens auf diese Art und Weise achtsam zu sich zu nehmen. When you pick up the piece of string bean, you may have a very penetrating look. Und wenn Sie diese grüne Bohne nehmen und anschauen, dann mag Ihr Blick sehr durchdringend sein. You can see the piece of string bean carries within itself the sunshine, the cloud, the earth, and a multitude of other elements of the cosmos. Und dann werden Sie erkennen, dass diese grüne Bohne ganz viele andere Dinge in sich trägt. Die Sonne, den Regen, die Erde und ganz viele andere Aspekte des gesamten Kosmos. The piece of string bean is an ambassador coming to you from the cosmos. Diese grüne Bohne ist eine Botschafterin des Kosmos. And if you receive the piece of string bean with that spirit, with that awareness, with that enlightenment, you will feel with joy and gratitude at the same time. Und wenn Sie die grüne Bohne mit dieser Achtsamkeit, mit dieser Erkenntnis und Einsicht essen, dann werden Sie während des Essens ganz erfüllt sein von Glück und Dankbarkeit. If the bread offered by Jesus is the body of Jesus, and then
the piece of string bean is the body of the gospel. Wenn das Brot, das Jesus seinen Jüngern gereicht hat, sein Körper war, sein Leib war, dann ist die grüne Bohne der Leib des Kosmos. Mindfulness is the kind of energy that helps us to look deeply into the nature of reality. Achtsamkeit ist die Energie, die uns hilft, tief in das Wesen der Wirklichkeit hineinzublicken. With enough of that energy, we will be able to touch our true nature. Haben wir genug von dieser Energie zur Verfügung, dann kann es uns gelingen, unsere eigene Natur, unser eigenes Wesen zu berühren. Our true nature is the nature of no birth and no death. Und unsere wahre Natur, unser wahres Wesen, ist die Natur des Nicht-Geboren-Werdens und des Nicht-Sterbens. Speaking in the language of Buddhism, our true nature is the nature of Nirvana. Und in der Sprache des Buddhismus ausgedrückt, heißt das, unser wahres Wesen ist Nirvana. Nirvana is the ground of our being, like water is the foundation of all the waves. Nirvana ist der Grund unseres Seins, so wie Wasser der Grund für alle Wellen ist. There are two dimensions to reality. The first dimension, we call it the historical dimension. Es gibt, oder die Wirklichkeit hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension nennt man die historische Dimension. And the second dimension, we call it the ultimate dimension. Und die zweite Dimension nennen wir auch die endgültige Dimension. In this example, the waves represent the historical dimension and the water, the ultimate. Und in diesem Bild sind die Wogen die historische Dimension und das Wasser die endgültige Dimension. Speaking of the wave, we can talk in terms of beginning and end. Und wenn wir über Wellen sprechen, dann können wir Begriffe gebrauchen wie Anfang und Ende. We can talk in terms of being high or low. Dann lassen sich Begriffe anwenden wie hoch oder tief. We can talk in terms of more beautiful and less beautiful than the other waves. Dann kann man Vergleiche anstellen und sagen, diese Welle ist schöner oder weniger schön als eine andere Welle. But when we come to water, all these terms can now no longer be applied. Aber sobald wir zum Wasser kommen, lassen sich all diese Begriffe nicht mehr anwenden. All the notions and concepts that we use in the historical dimension can no longer be applied in the ultimate dimension. Alle Vorstellungen, alle Konzepte, die in der historischen Dimension ihre Gültigkeit haben und die man verwenden kann, verlieren in der endgültigen Dimension völlig jede Bedeutung. Many theologians, including the Protestant Paul Tillich, have spoken of God as the ground of our being. Viele Theologen, einschließlich des protestantischen Theologen Tilly, haben gesprochen von Gott als dem Grund unseres Seins, als unserem Wesensgrund. You cannot talk about God in terms of notions and concepts, because the ultimate cannot be described by words or concepts. Aber man kann von Gott nicht sprechen in der Dimension von Konzepten und Vorstellungen, denn die endgültige Wirklichkeit lässt sich nicht mit Worten ausdrücken. You cannot use words and notions describing the historical dimension in order to talk about the ultimate dimension. Man kann nicht wirklich Worte und Vorstellungen benutzen in der historischen Dimension, um die endgültige Dimension zu erklären. But it is clear that the wave, while living her life as a wave, can also live at the same time the life of water. Aber dennoch ist es ganz klar, dass die Welle ihr Leben als Welle leben kann und gleichzeitig ihr Leben als Wasser. A wave doesn't have to die in order to become water. Eine Welle muss nicht erst sterben, um Wasser zu werden. If the wave lives deeply, and then she can touch her very ground of being water. Wenn die Welle wirklich tief lebt, dann ist sie jederzeit in der Lage, ihren Wesensgrund, nämlich das Wasser, zu berühren. And the moment when the wave is capable of touching the water, she will lose all her fear and all her discrimination.
Und in dem Augenblick, in dem die Welle ihren Wesensgrund berührt und erkennt, dass sie Wasser ist, da verliert sie völlig jede Furcht und jede Angst, die zur historischen Dimension gehört. Nirvana is our true nature of no birth and no dying. Nirvana ist unser Wesensgrund, unsere wahre Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens. Nirvana, first of all, means the extinction of all notions and words. Nirvana bedeutet das Verlöschen aller Vorstellungen und Begriffe. And Nirvana means also the extinction of all suffering, illusion, based on these notions and concepts. Und Nirvana bedeutet auch das Verlöschen aller Leidens und aller Illusion, die auf diese Konzepte und die aufgrund dieser Konzepte und Worte entstanden sind. Concepts like birth, death, being, non-being, coming and going cannot be applied to Nirvana. Konzepte wie Geburt, Tod, Sein, Nichtsein, Kommen oder Gehen, das lässt sich alles auf die Dimension von Nirvana nicht anwenden. And we do not have to throw away the historical dimension in order to be able to touch to see, to have the ultimate dimension. Und wir müssen nicht die historische Dimension von Raum und Zeit von uns werfen oder hinter uns lassen, um in der Lage zu sein, die endgültige Dimension zu berühren und zu sehen. In fact, if we throw away all the waves, there will be no water left. Auch im Bild gilt das. Würden wir sozusagen alle Wellen wegschmeißen, bliebe kein Wasser mehr über. In the Buddhist practice of looking deeply, we discover that nothing can be by itself alone. In der buddhistischen Praxis des tiefen und genauen Hinschauens entdecken wir, dass es nichts gibt, was aus eigener Kraft existent sein kann. Everything has to interbe with everything else. Alles muss mit allem anderen inter sein. A flower, if we look deeply into a flower, we see that the flower is made only of non-flower elements. Wenn wir zum Beispiel eine Blume nehmen, wenn wir tief in diese Blume hineinschauen, dann erkennen wir, dass die Blume ausschließlich aus Nicht-Blumen-Elementen besteht. Looking deeply into the flower, we can see the sunshine, a cloud, the minerals in the earth. Tief in diese Blume hineinschauend können wir die Sonne sehen, wir können die Wolken sehen und die Mineralien der Erde. We can see the gardener, we can see even our consciousness. Wir können den Gärtner, die Gärtnerin sehen, ja, wir können sogar unser eigenes Bewusstsein erblicken. If we return one of these elements to their origin, and then like if you return the sunshine to the sun, and then the flower can no longer be there. Würde man auch nur eines dieser Elemente zu seinem Ursprung zurückführen, nehmen wir an, wir würden den Sonnenschein aus der Blume entfernen und wieder zur Sonne zurücknehmen, dann könnte die Blume nicht mehr existent sein. That is why in the Buddhist circle they talk about non-self. Und das ist der Grund, warum man in buddhistischen Kreisen über die Selbstlosigkeit oder das Nicht-Selbst spricht. No-self means nothing can exist by itself alone. Nothing can be by itself alone. Everything has to interbe with everything else. Und Selbstlosigkeit oder Nicht-Selbst bedeutet, dass es nichts gibt, was sozusagen unabhängig, aus sich selbst heraus, eigenständig existent sein könnte. Alles muss mit allem anderen in Verbindung sein. To be means to interbe. Sein in diesem Sinne bedeutet zu intersein. And the Buddha uses a very simple sentence in order to describe the nature of interbeing. Und der Buddha hat diese Natur, dieses Wesen des Interseins mit einem ganz, ganz einfachen Ausdruck gesagt. He said, this is because that is. Er hat gesagt, dieses ist, weil jenes ist. The term interbeing is has the same meaning with the term no self. Der Begriff Intersein hat genau dieselbe Bedeutung wie das Wort Nicht-Selbst. If
If one thing does not rely on all the other things, that one thing cannot manifest itself. Wenn irgendetwas nicht in Verbindung steht mit allem anderen, dann könnte dieses eine nicht sein. And the practice of looking deeply using the teaching of interbeing will be able to reveal our true nature to us. Und die Praxis des tiefen Hinschauens unter den Gesichtspunkten des Interseins wird uns unseren wahren Wesensgrund enthüllen. As a Buddhist practitioner, I see that the teaching of interbeing is very important in Christianity also. Als buddhistischer Praktizierender sehe ich, dass diese Lehre des Interseins auch im Christentum eine sehr wichtige Position hat. When we contemplate God the Father, God the Son, and God the Spirit, we can see already the nature of interbeing of the three. Schon wenn wir die Dreifaltigkeit lehren, wenn wir also über Gott Vater, den Heiligen Geist und Gott Sohn. As a Buddhist practitioner, I see that the teaching of interbeing is very important in Christianity also. Als buddhistischer Praktizierender sehe ich, dass diese Lehre des Interseins auch im Christentum eine sehr wichtige Position hat. When we contemplate God the Father, God the Son, and God the Spirit, we can see already the nature of interbeing of the three. Schon wenn wir die Dreifaltigkeit kontemplieren, wenn wir also über Gott Vater, den Heiligen Geist und Gott Sohn kontemplieren, sehen wir schon die Interseinsnatur dieser drei. Without one, the other cannot be. Ohne die anderen könnte keiner sein. In John we read, I am in the Father and the Father is in me. Bei Johannes lesen wir, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. I am in you and you are also in me. Ich bin in dir und du bist ebenso in mir. I think the teaching of interbeing is clear. Ich denke, das ist doch ganz eindeutig die Lehre des Interseins. If we are caught in our tendency to see things dualistically, we cannot receive that deep teaching. Wenn wir daran kleben bleiben, die Dinge immer auf eine dualistische Art und Weise zu sehen, dann werden wir die wahre Lehre nie verstehen. We used to listen to the teaching that Jesus is the Son of God and the Son of Man at the same time. Wir hören immer wieder in den Lehren, dass Jesus sowohl der Gottessohn als auch der Menschensohn ist und beides gleichzeitig. How can it be possible that you are at the same time the Son of God and the Son of Man? Wie kann man gleichzeitig der Sohn Gottes und der Menschensohn sein? With a dualistic tendency of looking, how can you accept such a wonder? Solange man auf eine dualistische Art und Weise diese Dinge betrachtet, wie kann man ein solches Wunder akzeptieren? Happily, it is stated very clear that while Jesus is the Son of God, he is also the Son of Man. Zum Glück ist es so klar ausgedrückt, dass Jesus, während er der Sohn Gottes ist, gleichzeitig der Menschensohn ist. According to the Buddhist teaching, nothing is born, nothing dies. Our true nature is the nature of no birth and no death. Nach den buddhistischen Lehren wird niemals jemand geboren, noch stirbt irgendjemand. Unsere wahre Natur, unser wahrer Wesensgrund ist die Natur des Nichtgeborenwerdens und des Nichtsterbens. A sheet of paper before manifesting itself as a sheet of paper, it had been there in other forms. Wenn wir ein Blatt Papier nehmen, bevor das Blatt Papier als Blatt Papier manifest wird, hat es bereits bestanden in anderen Formen. Looking deeply into the sheet of paper, you can also see the forest, the sunshine, the rain, and a multitude of other elements. Wenn wir tief in dieses Blatt Papier hineinschauen, dann sehen wir in diesem Blatt Papier auch den Wald, wir sehen den Sonnenschein, wir sehen den Regen und eine Unzahl weiterer Bedingungen. Suppose you are able to remove
the forest and the cloud from the paper, would you think that the paper would be able to continue to be with us? Nehmen Sie mal an, Sie hätten die magische Fähigkeit, diesem Blatt Papier den Wald und die Wolken zu entziehen. Glauben Sie, es wäre dann noch manifest? Not only before its manifestation as a paper, it had been the sun, the forest, the earth, but after it manifests itself as a piece of paper, it continues to be the sunshine, the forest, and the earth. Und genauso wie dieses Blatt Papier vor seiner Manifestation als Papier Sonne, Wolken und Wald gewesen ist, so wird es auch in dem Moment, wo es aufhört, als Papier manifest zu sein, weiter Wolken, Sonnenschein und Wald sein. Before it manifested itself as a paper, it had been many things already. Bevor es seine Gestalt als Papier angenommen hat, hat es bereits viele, war es bereits viele andere Dinge gewesen. And now if we use fire in order to burn it, we cannot reduce it into nothingness. Und selbst wenn wir jetzt Feuer benutzen würden, um dieses Papier zu vernichten, es könnte uns niemals gelingen, es zu nichts zu machen. After having been burned, the paper will transform itself into the heat, penetrating into the cosmos. Denn im Verbrennen würde dieses Papier sich in Wärme, in Hitze verwandeln, der in den Kosmos eindringt. It will transform itself into smoke, joining a cloud in order for tomorrow, the rain. Es wird sich zu Rauch verwandeln und mit einer Wolke verschmelzen und für den morgigen Regen sorgen. And that ash can go back to the earth, and tomorrow it may take the form of a blade of grass. Und die Asche, die kommt in den Boden und kann vielleicht morgen schon das Gesicht eines Grashalms haben. In our thinking, to be born means from nothing you suddenly become something, from no one you suddenly become someone. In unserer gewöhnlichen Vorstellung bedeutet geboren zu werden, dass man plötzlich von nichts zu etwas wird, dass man plötzlich von niemand zu jemand wird. According to our thinking, to die means from something we become nothing, from someone we suddenly become no one. Und ebenso ist es auch in unserer Vorstellung, was den Tod angeht. Für Tod ist für uns, dass man plötzlich von etwas zu nichts wird, von jemand zu niemand. That idea, that notion of birth and death cannot be applied to reality. Diese Vorstellung, dieses Konzept von Geburt und Tod kann man auf die Wirklichkeit nicht anwenden. Looking deeply, we know very well that this sheet of paper has not come from nothing. Wenn wir genau und tief hinschauen, dann sehen wir, dass dieses Stück Papier nicht aus dem Nichts entstanden ist. And if we burn it, it will not become nothing. Und auch wenn wir es verbrennen, wird es dadurch nicht zu nichts. Nothing is born, nothing can die. Nichts wird geboren, nichts kann sterben. That is the teaching of the Buddha. Das ist die wahre Lehre des Buddha. That is also the statement made by scientists like Lavoisier, who said, rien ne se crée, rien ne se perd. Und das ist auch eine Übereinstimmung in den Aussagen der Wissenschaftler wie Lavoisier, der gesagt hat, nichts wird geschaffen, nichts vergeht. That is why with mindfulness, practicing looking deeply into nature of reality, such as a sheet of paper, a piece of string bean, we can discover the nature of no birth and no death of the piece of paper and of the string bean also. Und aus diesem Grund, wenn wir unsere Achtsamkeit nutzen, um tief in das Wesen der Dinge hineinzuschauen, sei es ein Blatt Papier, sei es eine grüne Bohne, können wir die endgültige Wirklichkeit, die Wirklichkeit von nicht geboren werden und nicht sterben, im Papier und in der grünen Bohne erkennen. The whale may be very afraid of birth and death, but if she knows how to touch the nature of water in her, that fear of birth and death will vanish. Die Welle
mag vielleicht voll sein von Angst vor Geburt und Tod. Wenn es aber dieser Welle gelingt, ihren Wesensgrund zu berühren, der Wasser ist, dann verliert sie jegliche Angst vor Geborenwerden und Sterben. The notions of birth and death have been created by our own mind. Diese Vorstellungen, diese Konzepte von Geburt und Tod sind bloß von unserem eigenen Geist geschaffen. We thought that before someone is born, her nature is non-being, and after she is born, her nature is being. Wir glauben, dass bevor jemand geboren wird, seine Natur nicht sein ist, und nach dieser Geburt ist die Natur plötzlich sein. The Buddha said that when conditions are sufficient, things will manifest themselves. Der Buddha hat gesagt, wenn die Bedingungen ausreichend sind, dann werden die Dinge von selbst manifest. And when conditions are no longer sufficient, things stop manifesting themselves. Und wenn die Dinge nicht, wenn die Bedingungen nicht mehr ausreichend sind, nicht mehr vollständig sind, dann hören die Dinge auf, manifest zu sein. Before they manifest themselves, you cannot qualify them as non-being. Aber bevor sie manifest werden, kann man nicht sagen, dass sie nicht existent gewesen sind. And after they have manifested themselves, you cannot qualify them as being either. Und auch wenn sie aufhören, manifest zu sein, kann man nicht sagen, dass sie nicht existierten. That is why, according to this teaching, to be or not to be, that is not really the question. Darum ist nach dieser Lehre die Frage sein oder nicht sein nicht die wirkliche Frage. Touching Nirvana, touching the ground of being, we get the greatest relief because we will be able to remove our fear. Wenn wir Nirvana berühren, wenn wir den Wesensgrund berühren, dann erfahren wir die größte Erlösung, nämlich die Befreiung von jeder Angst. All of us share the nature of no birth. And no death. Wir alle, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns, wir teilen dieses Wesen, diesen Wesensgrund von nicht geboren werden und nicht sterben. That is why we can profit only from the energy of Jesus Christ. Und darum können wir auch von der Energie Jesus Christus profitieren. We can always profit from the energy of the Buddhas because both of them are alive. Und wir können jederzeit von der Energie des Buddha oder der Buddhas profitieren, denn beide sind sie lebendig. And if we understand the teaching, we would be able to touch the wonderful energy within us in order to become truly alive, truly present, like both of them. Und wenn wir ihre Lehre wirklich verstehen, dann können wir ihre wunderbare Energie in uns berühren und ebenso wirklich lebendig werden, wie sie es sind. Let us enjoy a few mindful breathing in order to enjoy the fact that we are alive and that and this is a true miracle we have to touch. Lassen Sie uns einige achtsame Atemzüge genießen und uns daran freuen, dass wir lebendig sind, weil das ist ein wahres Wunder, das wir berühren können. In 1966, when the war was very intense in Vietnam, I went to America in order to plead for a cessation of the killing. 1966, als der Krieg in Vietnam wirklich schwer gewütet hat, bin ich nach Amerika gereist, um dort darum zu bitten, diesen Krieg zu beenden. I toured the country and I spoke intensively on the situation of Vietnam to the religious and humanistic humanist circles, leading them to make an effort to end the war in Vietnam. Ich bin durch das ganze Land gereist und habe überall die Situation, die Lage Vietnams beschrieben. Ich habe mit religiösen Kreisen gesprochen, mit humanitären Kreisen und überall die Menschen angefleht, etwas zu tun, um unsere Situation dort zu verbessern. And it was in 66 that I met Martin Luther King and also the Trappist, the American Trappist monk Thomas Merton. Und in diesem Jahre bin ich auch Martin Luther King begegnet und dem amerikanischen Trappistenmönchen Thomas Merton.
I was scheduled to speak to the monks in his monastery, but unfortunately when I arrived, I lost my voice because I had spoken too much. Ich war eingeladen worden, um in seinem Kloster zu seinen Mönchen zu sprechen, aber dummerweise, als ich ankam, ist mir die Stimme weggeblieben. Ich hatte einfach vorher zu viel gesprochen. I remember I told Thomas about this. Dear friend, I don't think I can give a talk tonight. Und ich erinnere mich, wie ich dann zu Thomas Merton gesprochen habe und gesagt, lieber Freund, ich glaube nicht, dass ich heute Abend meinen Vortrag halten kann. He told me that it's okay that I didn't give a talk, but I had to have dinner with the abbot. Dinner with the abbot. Da hat er gesagt, das ist in Ordnung, wenn du den Vortrag nicht halten kannst, aber du musst unbedingt zum Abendessen mit dem Abt kommen. I said, can I eat in silence? Because that is my tradition. Dann habe ich gesagt, ja, in Ordnung. Kann ich denn schweigend essen? Weil das ist einfach meine Tradition. Yeah, his abbot was not used to that kind of dinner, but after all, he had to accept. Sein Abt war nicht gerade gewöhnt an diese Art des Essens, aber schließlich hat er zugestimmt. And I spent the next 2 days with Thomas Merton, and he took me to see the landscape around in the state of Kentucky. Und dann bin ich noch 2 Tage dort bei Thomas Merton geblieben, und er hat mich ein bisschen rumgeführt und hat mir die Gegend in Kentucky gezeigt, wo das los ist. I had a chance, opportunity to discuss with him a little bit about the practice. Und ich konnte dann auch mit ihm ein bisschen über die Praxis sprechen. And I remember that I sent it to him a few Buddhist chants. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich ihm einige buddhistische Gesänge vorgesungen habe. He also sent it to me a few Gregorian songs. Und er hat mir dann einige gregorianische Choräle vorgesungen. Later, when I was gone, he gave a talk to the monks, and he spoke about me and the book I had written, the first book I had ever written in a Western language. Und dann, als ich weg war, hat er einen Vortrag seinen Mönchen gehalten und hat in diesem Vortrag über mich gesprochen und über ein Buch, was ich gerade veröffentlicht hatte. Das war das erste Buch, was jemals in einer westlichen Sprache von mir erschienen ist. And in the talk he gave to the monks, he mentioned that he saw me closing the door after I entered into my room. Und in diesem Vortrag hat er dann den Mönchen erzählt, dass er mich beobachtet habe, wie ich meine Tür, die Tür meiner Zelle, meines Raumes geschlossen habe. He said that just look at him closing the door behind him, you can already know that he is a real monk. Und er hat gesagt, alleine zu sehen, wie er die Zimmertür hinter sich schließt, sagt einem, das ist ein wirklicher Mönch. He didn't know the story about my closing the door when I was a novice. Gibt es eine Geschichte, wie ich meine Tür geschlossen habe, als zu der Zeit, als ich noch Novize war? I became a novice monk at the age of 16. Ich bin mit 16 Jahren Novize geworden. And one day, my teacher asked me to go and do something for him, and I was so eager to do it for him, that is why I did not close the door after me. In mindfulness. Und eines Tages hat mich mein Lehrer beauftragt, etwas für ihn zu tun, und ich war so voller Feuereifer, diese Aufgabe zu erledigen, dass ich die Tür nicht richtig in Achtsamkeit hinter mir geschlossen habe. He kindly called me back. Und er hat mich dann gütig zurückgerufen. And he said, novice, this time you go out again and close the door in a better way. Und dann hat er gesagt, Novize, jetzt gehst du noch einmal raus und machst die Tür auf eine bessere Art und Weise zu. I really received the teaching deeply. I practiced walking every step, making every step in mindfulness. And after I get out, I close the door with 100% of myself.
Und ich habe diese Lehre sehr ernst genommen. Es ist mir sehr tief gegangen. Und ich bin dann aus dem Zimmer gegangen, jeden Schritt in Achtsamkeit. Und als ich dann die Tür zugemacht habe, da war ich 100% im Schließen der Tür. My mindfulness at that time was perfect. Ich hatte in dem Augenblick eine wirklich perfekte Achtsamkeit. Please know that everything a novice do, a novice does, they expect us to do it with 100% of our being. Sie müssen wissen, im Kloster ist das so, dass wenn wir Novizen da etwas tun, es wird von uns erwartet, dass wir alles, was wir tun, mit 100% tun. When you strike a match, you have to invest 100% of yourself into the act of striking a match. Wenn Sie ein Streichholz anreißen, dann müssen Sie sich zu 100% in diese Aktivität des Streichholz anreißens hineingehen. No thinking, no speaking, not getting lost in the past, not getting lost in the future, establishing yourself 100% in the here and the now. Kein Nachdenken, kein Reden, kein Abwandern in die Vergangenheit, kein Abwandern in die Zukunft, sondern 100% in dem Akt des Streichholzanreißens drin sein. And it is in the state of being that you light up the stick of incense that you offer to the Buddha. Und das ist die Art und Weise, wie man zum Beispiel das Räucherstäbchen entzünden sollte, dass man dann dem Buddha darbringt. And when you pick up the stick of incense, although it is very light, you have to do it with both your arms. Und wenn man dann dieses Räucherstäbchen hochhält, dann, obwohl es ganz, ganz leicht ist, macht man es mit beiden Händen. The idea is to invest 100% of your body and your mind into doing it. Und der Sinn und Zweck ist, dass man sich zu 100% in diesen Akt hineingibt, den ganzen Körper und das ganze Bewusstsein. Picking the stick of incense with two fingers, I hand it, I bring it up mindfully, and my left hand is putting on my right hand. Und ich, wenn ich das Räucherstäbchen nehme, mit zwei Fingern hebe ich es achtsam hoch und meine linke Hand legt sich auf meinen rechten Arm. And when you stick it on the incense holder, you also do it the same way. Und wenn man es dann in den Räucherstäbchenhalter ablegt, dann tut man es auf die gleiche achtsame Weise. And when you bring up your palms to make a lotus flower to bow, you do it the same way. Und wenn man die Hände in der Form einer Lotusblüte zusammenlegt, um sich zu verbeugen, dann ebenfalls 100%. You have to produce your true presence. You have to become alive in order to do these things. Man muss seine wahre Präsenz herstellen. Man muss tatsächlich zu 100% lebendig sein, um diesen Akt tun zu können. My teacher did not have to teach me a second time. From that moment on, I knew how to close the door after me. Mein Lehrer musste mir diese Lektion nicht ein zweites Mal geben. Nach diesem einen Mal wusste ich, wie ich die Tür richtig hinter mir zumachen muss. About a year ago, a lady from Germany came to our practice center in southern France and practiced with us for 3 weeks. Vor etwa einem Jahr kam eine Frau aus Deutschland und uns besuchen in unserem Praxiszentrum in Frankreich und hat für einige Wochen, 3 Wochen mit uns geübt. On the last day of her stay, we asked her to express her feeling, her impression of about her 3 weeks of practice. Und am Tag ihrer Abreise haben wir sie dann noch gebeten, etwas zu sagen über ihren Eindruck, wie sie sich denn gefühlt habe in ihren 3 Wochen Praxis. She revealed to us that she came because she was very curious to know how I close the door after me. Sie hat gesagt, dass sie eigentlich gekommen ist, weil sie so neugierig war, um endlich einmal zu sehen, wie ich die Tür hinter mir zumache. She is a Catholic. She happened to listen to the tape of Thomas Merton,
And she just wanted to come to Plumlish to look at the way I closed the door. Sie war Katholikin und hatte einen Vortrag von Thomas Merton auf Kassette gehört, in dem diese Geschichte erzählt. Und dann wurde sie neugierig und wollte unbedingt nach Plumlish kommen, mit eigenen Augen zu sehen, wie ich die Tür zumache. And she was welcome to stay with the nuns. And she liked the practice so much that she extended her stay into 3 weeks. Und sie wollte eigentlich nur kurz da sein und dann haben wir sie eingeladen, bei den Nonnen zu wohnen und sie hat die ganze Praxis so wunderbar gefunden, dass sie ihren Aufenthalt dann bis auf 3 Wochen ausgedehnt hat. All the monks and the nuns were surprised to know that they have been observed during the last 3 weeks as how they opened the door and close it. Und die ganzen Mönche und Nonnen waren dann sehr überrascht, als sie hörten, dass diese Dame in 3 Wochen lang beobachtet hat, die Art und Weise, wie sie die Türen auf und zu macht. It is my belief that true dialogue cannot be done with speeches. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass ein wahrer Dialog nicht mit der Sprache geführt werden kann. Christians and Buddhists have got the opportunity to live together for many weeks. Dafür ist es nötig, dass Christen und Buddhisten Möglichkeiten haben, zusammenzuleben über mehrere Wochen. In Plumlish last year we had a 3-week retreat for Buddhists and Christians. In Plum Village hatten wir vor kurzem einen 3-Wochen Retreat für Buddhisten und Christen. We had Catholics, Protestants and Orthodox priests. Wir hatten Katholiken, katholische, evangelische und orthodoxe Priester dort. We had monks and nuns and lay people. Wir hatten Mönche, Nonnen und Laien. And we practiced complete silence during the 3 weeks. Und wir haben die ganze 3 Wochen völliges Schweigen gehalten. We only listened to the teachings, one day given by a Buddhist, another day given by a Catholic and so on. Wir haben uns nur Lehren angehört. Ein Tag hat jeweils ein Buddhist den Vortrag gehalten, am nächsten Tag ein Christ, das wurde immer wieder abgewechselt. Besides the teaching, we only spoke during times of Dharma discussions. Neben diesen Lehrvorträgen haben wir ausschließlich gesprochen in Zeiten, die wir uns genommen haben für Dharma-Diskussionen. And the rest of the time is for noble silence, the kind of silence that is filled with mindfulness practice. Die ganze restliche Zeit war dem sogenannten edlen Schweigen gewidmet. Das ist ein Schweigen, das ist nicht nur einfach Stille, sondern es ist ein Schweigen, das von Achtsamkeit getragen wird. If you practice mindfulness, your silence is deep and alive and pleasant, and you don't have the impression that you have been forced to be silent. Wenn man in Achtsamkeit schweigt, dann ist das Schweigen sehr tief. Es ist sehr angenehm zu schweigen und man kriegt niemals das Gefühl, dass man sozusagen unter dem Zwang steht, nicht reden zu dürfen. And that kind of silence is very alive, very noble and not oppressive at all. Und diese Art von Schweigen ist ein sehr lebendiges Schweigen. Es ist ein sehr edles Schweigen und hat überhaupt nichts mit Unterdrückung zu tun. The happiness, the joy and the mutual understanding is deep for everyone in the retreat. Das Glück, die Freude und das gegenseitige Verstehen ist für jeden Retreat-Teilnehmer deutlich spürbar. And that is why it is our conviction that if we are able to organize dialogue in that form, we will make progress. Und darum bin ich davon überzeugt, dass wenn es uns gelingt, den Dialog auf diese Weise zu organisieren, dann können wir Fortschritte machen. Thank you for your mindfulness. Danke Ihnen für Ihre Achtsamkeit.